Ja, hi und willkommen bei Basteltown. Heute zeige ich euch mal meinen Fräsersatz, wo ich mir gekauft habe, um ein bisschen ausgestattet zu sein, ohne jetzt mit null Ahnung irgendwelche Fräser zu kaufen, die ich beim Namen auch nicht kenne, da ich ja neu bin, was Fräsen angeht, absolut. Und hatte dieses Jahr auch das erste Mal eine Fräse in der Hand. Ja, ich habe mich für dieses Fräserset von Bosch entschieden. 15 Fräser sind drin, 8 mm. Das Bild hier hinten zeige ich euch schnell. Da sind alle Maße drauf. Ja, die Fräser sind drin. Ich kann sie euch auch noch mal in echt zeigen. Ich habe mich bewusst für die entschieden, weil ich, wenn ich jetzt Fräser einzeln kaufe, dann kosten sie gleich eine Stange. Und die haben jetzt zusammen 15 Stück 50 Euro gekostet auf Amazon. Normal kosten sie 85 rum. Und empfehlen kann ich sie, ist meine persönliche Meinung. Es ist ein Bündigfräser ja dabei, der 45 Grad Fräser, Abrundfräser zweimal. Einmal stark und einmal schwach der Radius und ein Falzfräser, also eigentlich alles, was man braucht. Ich habe noch nicht mal alle gebraucht, aber ich habe schon mit allen gefräst zum Spaß, um zu gucken, was rauskommt. Und ja, sie sind scharf, für das Geld einwandfrei, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Und nein, ich bekomme kein Geld von Bosch, ich habe die Dinger selber gekauft, steht jetzt zwar oben Werbung, aber ich habe noch keinen Partner oder sowas, aber 2000 Abonnenten, deswegen danke an euch 2020 sogar. Macht mir Spaß, euch meine Videos zu zeigen und es werden noch mehrere kommen. Aber zurück zu den Fräsern. Das Praktische dabei ist halt hier der Koffer und der Preis war entscheidend. Es gibt ja verschiedene Hersteller mit sehr verschiedenen Preisen. Da geht es dann los erst bei 100. 150, 200, dann die ganz großen Sets für 300, 400 Euro oder 250 Euro. Hätte ich mir das gekauft zum Beispiel, hätte ich jetzt wahrscheinlich Fräser für 150 Euro, die ich nie benutze, weil ich nur ein paar benutze. Also ich bin jetzt keine Tischlermeister, Schreiner, Blablerei. Und ich baue nur für mich, deswegen reicht das vollkommen aus. Die Kugellager sind echt einwandfrei. Ich musste nichts nachziehen oder sonst was. Die waren perfekt eingestellt, angezogen. Koffer ist gut, wie gesagt. Und Preis-Leistungs-Verhältnis einwandfrei. Deswegen kann ich die euch eigentlich nur empfehlen. Jo, das war ein kleiner Tipp von mir. Kann ich eigentlich offen lassen. Im nächsten Video werde ich die nochmal erwähnen, allerdings dann noch im Zusammenhang mit meiner Makita-Fräse, die ich mir gekauft habe. Der große Satz für 200 Euro, ich habe ihn für 185 gekriegt in einem riesen Koffer. Schaut euch das Video an, ist lehrreich und ist eine Menge dabei bei dem Paket. Dann würde ich mal sagen, schönen Sonntag noch, viel Spaß euch bei dem, was ihr macht. Ich bin jetzt raus, bis dann. Ciao.